Was machst du noch so spät? Ich wandere keinen Trinken nach der Arbeit. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Du solltest auf die Zeit achten. Es kann verdächtig erscheinen, wenn du noch so spät draußen rumläufst. Ich weiß, Andreas. Gute Nacht. Sie sind ein richtiger Künstler, Herr König. Besonders dieses Bild. Die Frau sieht wirklich gut aus. Herr König, Sie leben schon lange hier, nicht wahr? Schon vor der Trennung, richtig? Ja. Also Sie wissen von der Sperrstunde Bescheid. Und jetzt ist es 2 Uhr morgens. Und Sie kommen gerade erst nach Hause. Wo mögen Sie gewesen sein? Ich habe ein paar mit meinem Freund getrunken. Ach so. Wissen Sie, es sind die Augen. Was? In Ihrem Blick. Sie sieht so echt aus. Man kann es in ihr fühlen. Die Traurigkeit über den Verlust eines geliebten Menschen. Es ist alles in ihrem Blick. Man kann sehr viel erfahren von den Augen einer Person. So auch mit Ihnen. Was? Sie lügen mich an, Herr König. Ich würde es nicht. Herr König, kann ich Peter sagen? Peter. Es tut mir leid für. Aber du wolltest dich vom Gesetz drücken. Mein Kollege hat nur getan, was nötig war. Also, alles für ungut? So, fangen wir mal an. Wo warst du gestern Abend? Wie gesagt, ich war mit meinem Freund einen trinken. Peter, beleidige nicht meine Intelligenz. Du bist erst 2 Stunden nach Schließung der Bars nach Hause gekommen. Ich habe nie gesagt, dass ich in einer Bar war.
Ich war bei einem Freund zu Hause und wir haben dort getrunken. Ach so. Und wie heißt denn dein Freund? Jede erfundene Person hat einen Namen. Ulrich. Ulrich Dannesmark. Ach so. Also sollte ich diesen Mann finden, damit er dein Alibi bestätigt. Aber ich werde ihn nicht in seiner Wohnung finden, nicht wahr? Weil er in den Westen geflüchtet ist und deshalb wissen wir nicht, ob du schuldig oder unschuldig bist. Für einen Künstler sind Sie sehr clever, Herr König. Aber er hat es nicht in den Westen geschafft. Man hat ihn im Kofferraum eines Autos am Checkpoint Charlie erwischt. 3 Stunden, bevor du nach Hause kamst. So bitte sag mir, wo du wirklich warst. Und keine weiteren Lügen. Peter, es wäre einfacher für dich, wenn du die Wahrheit sagst. Du meinst, es wäre einfacher für dich? Du meinst nur, dass ich nach der Sperrstunde das war. Und dafür kannst du mich nur ein paar Nächte festhalten. Du weißt überhaupt nichts, was wir wissen, Peter. Wir haben überall Augen. Und mein Verdacht reicht aus, um dich hier so lange festzuhalten, wie ich will. Sie kennen doch Frau Erika Müller, nicht wahr? Ja. Woher kennen Sie sie? Unsere Väter sind zusammen zur Grundschule gegangen. Also Sie wissen, dass sie in den Westen geflüchtet ist? Ja. Haben Sie ihr geholfen? Nein. Ich bewundere Ihre Loyalität, Herr König. Aber das nützt Ihnen nichts. Und darum sitzen Sie hier. Wegen deiner Verbindung zu Erika und Ulrich können wir dich lange hier halten. Aber wenn du uns etwas über Frau Müller und Herr Donnersmark erzählen kannst, dann wäre deine Loyalität wieder hergestellt. Sie sind auch nicht viel besser als die Schweine auf der anderen Seite der Mauer. Ich bin hier fertig. Guten Morgen. Ich habe diese Augen schon mal gesehen. Es wird wohl ewig dauern, das Wesentliche in Ihrer Persönlichkeit zu erfassen. Eine Ewigkeit habe ich. Meine einzige Limitation ist der Vorhang. Dies hat mich an der Vorhang fort und Zigaretten gekostet. Es ist wirklich eine Schande, dass ein so begabter Künstler seinem Heimatland so untreu ist. Du hättest es zu etwas bringen können. Warum bist du hier? Wir haben deine Wohnung durchsucht. Und? Wir haben nichts gefunden. Also kann ich gehen? Heute Morgen ist mir das gegeben worden. Ich nehme an, du weißt, was es ist. Nein. Sind Sie sicher, Herr König? Liebe Erika, ist schon so lange her, seitdem ich dich gesehen habe. Alles, was mir bleibt, sind die Briefe
und Erinnerungen an unser gemeinsames Leben. Ich hatte Angst zu fliehen, aber es vergeht kein Tag, dass an dem ich nicht bereue, nicht mit dir gegangen zu sein. Ulrich ist heute gegangen und ich werde der Nächste sein. Ich weiß jetzt, dass alles, was ich zurücklasse, wird immer noch hier sein, wenn ich mal zurückkommen kann. Keine Angst kann mir noch von dir weghalten dieses Mal. Ich liebe dich, Erika, und alles, was ich von dir will, ist... Wirst du mich heiraten?